Hier Leute, was geht ab und herzliches Willkommen zum Recap vom Österreich Grand Prix an Charles Leclerc, der einfach unfassbar siegte, trotz Problemen. Max Verstappen, der gleich dreimal von Leclerc überholt wurde und mit Grip-Problemen zu kämpfen hatte. Und ja, hinten ein mega Durcheinander, aber dennoch ein toller Grand Prix. Fangen wir gleich mal direkt beim Start und den konnte Max Verstappen für sich entscheiden. Dahinter die Ferrari, aber eigentlich nie weit weg. Immer eine halbe Sekunde. Charles Leclerc war gut dran. Russell hatte zu Beginn mal einen guten Start. Man muss aber dann sagen, ist ein bisschen über sich hinausgewachsen. Ich glaube, das war Kurve Nummer 4. Ich glaube, ich war eh noch in der ersten Runde, ja. In Lap 1 wollte dann Perez ihn außen überholen. Natürlich in der berühmt-berüchtigten Kurve 4, wo auch er letztes Jahr jemanden in den Kies geschickt hat und selbst in den Kies geschickt wurde. Also zweimal hintereinander in derselben Kurve. Und ja, hat sich dann den Unterboden zerstört und konnte auch mitten im Rennen, musste dann retiren leider. Hier haben wir das Ganze nochmal. Das ist natürlich bitter. Russell hat dafür dann natürlich auch noch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Die Strafe man generell gestern ein bisschen, die hat man eigentlich so wie warme Semmeln verteilt. Also nein, aber die sind echt weggegangen auf jeden Fall. Auch Track Limits, Warnungen und so weiter waren echt ordentlich da. Normalerweise bekommt man ja nur eine Verwarnung, so war es damals zumindest, wenn man sich einen Vorteil verschafft hat. Aber Nils Wittig hat gesagt, er wird jede Track Limit, also jedes Drüberfahren aller vier Räder über eine weiße Linie in diesen paar Kurven, wo man gesagt hat, da ist es wichtig, wird er als Warning kennzeichnen. Das hat er dann wirklich auch gemacht. Es gab einige 5 Sekunden Strafen und hier sehen wir dann schon Charles Leclerc, oder besser gesagt der Ferrari, kam besser klar mit dem Reifenabnutzung. Auch der Mercedes kam besser klar mit der Reifenabnutzung wie eben halt der Red Bull. Und ja, man hat dann genau hier die Strafe abgesessen. Eine neue Nase natürlich auch für Russell, aber er ist zu 100% der Schuldige auf jeden Fall. Danach ein cooler 5, in der Runde 25, ein cooler 5er Kampf. Zuerst dachte man, Alonso wird einfach easy going vorbeigehen und dann kommt Lando und pflügt sich durch und hat einfach alle vier überholt. Das war einfach nur Wahnsinnsmanöver. Hier außen dann fast neben der Strecke, aber dennoch gut, wirklich ein tolles Überholmanöver. Und da geht es hin und her wirklich einfach nur cool. Die Runde 25 sehr spannend und in Runde 32 dann der erste Führungswechsel. Charles Leclerc geht an Max Verstappen vorbei. Ein, zweimal hat er schon versucht, da konnte er es eigentlich immer noch abwehren, Verstappen, aber dann ist er vorbeigegangen. Naja, Runde Nummer 40 dann. Und ja, wie auch schon im Sprint wurde Vettel da wieder von einem touchiert. Diesmal Pierre Gasly und diesmal wieder Kurve 4. Da vorne liegen, sehen wir noch die Trümmer des Red Bulls von Perez liegen. Beim Sprint wurde er von Albon ins Kies geschickt, wofür es keine Strafe gab. Diesmal von Gasly, aber es gab eine Strafe, weil es diesmal eindeutiger war. Ich weiß auch nicht genau, was Gasly sich gedacht hat. Wenn wir uns den Winkel angucken, das geht sich nicht aus. Also der wäre da 100%, ich hätte den da weggeschickt. Aber ich weiß nicht genau, vielleicht fährt Gasly eine komplett andere Linie, so und dann ein Eck oder so, ich weiß nicht. Hier sehen wir dann auch den Ausritt. So, dann geht's weiter. In der Zwischenzeit waren wieder alle in der Box. Verstappen, Undercut, ist ein bisschen früher in die Box gekommen. Und natürlich auch wegen... ist ein bisschen früher in die Box gekommen. Und ja, wollte dann natürlich... Aber da hat er natürlich die Führung wieder übernommen und Charles Leclerc kam ein bisschen später rein, ist hinter ihn zurückgefallen, war aber kein Problem. In Runde 53 hatte ihn dann das zweite Mal überholt. Hier sehen wir das Ganze auch nochmal, er wollte auch zurückstecken, also es ging einfach nicht. Der Red Bull hatte an diesem Tag einfach ordentlich Reifenverschleiß und viel, viel mehr eben wie die Ferraris. Dann Schreckmoment, Runde Nummer, 56, 58... Ich schreibe es hier oben hin. Ich kann es nicht richtig lesen, es könnte ein 608er sein. Runde 58 und dann, ja, Schreckmoment, es war eine regelrechte Explosion, also beziehungsweise da hat es den Motor zerrissen von Carlos Sainz Jr. Das Auto stand dann in Flammen und es war dann halt auch dumm, weil er die Auslaufzone diesen Berg gewählt hat und dann ist das Auto zurückgerollt, musste nochmal rein auf die Bremse drücken, bis dann die Marshalls das hinbekommen haben mit einem Buckel oder so, keine Ahnung wie es heißt, also dass man halt das Auto blockiert. Das war ziemlich klasse und ja, war aber kurz ein Schreckmoment natürlich und Sainz natürlich, das war alles...
nach dem zweiten Box, also nach dem zweiten Run-Boxen-Stop. Man hat dann wirklich gut reagiert bei allen. Man war dann wirklich, also es war dann wieder so, Leclerc hat das zweite Mal Verstappen überholt und auch Sainz wäre dann dran gewesen an ihn. Dann ist Verstappen abgebogen, ist hinter die beiden Ferrari zurückgefallen. Die waren dann zu diesem Zeitpunkt auch schon wieder das zweite Mal in der Box. Und das Problem war natürlich, auch Sainz war in dem Moment, wo er ausgeschieden ist, ganz, ganz knapp an Max Verstappen dran, wollte da gerade ansetzen. Hier sehen wir das. Nein, das ist nicht das. Ach, da gibt es leider kein Bild. Und da war er dran und dann tschung, der Rauch und leider dann. Leider, das war ein richtig heftiger Motorschaden. Ich denke mal, da wird nicht viel benutzt werden können mehr. Natürlich auch am Boden zerstört. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und das ist natürlich blöd. Ich meine, das wäre ein lockerer Doppelsieg für Ferrari gewesen. Da hat man wieder wertvolle Punkte verloren. Und ja, dann ging's los mit Gaspedalproblemen. Circa, ja, so 10, 15 Runden Verschluss bei Charles Leclerc. Und der wusste halt, oder der war halt ein bisschen in Aufruhr, weil halt das Gaspedal nicht hundertprozentig funktioniert hat. Manchmal hat es komplett Gas angenommen, manchmal ist es nicht runtergegangen vom Gas und hat dann noch gesagt, gerade bei den härteren Bremspunkten, gerade oben Kurve 3 und so weiter, ist es halt dumm und das ist echt blöd gelaufen. Hat aber auch meiner Meinung nach gut gemanagt. 3,8 Sekunden waren es. Zum Schluss, glaube ich, waren es noch 1,9 oder so. Also das hat er dann echt gut ins Ziel gerettet, Charles Leclerc. Ganz unscheinbares Rennen auch Lewis Hamilton gefahren. Vom 8. Platz gestartet mit der tollen Strategie und natürlich Glück, dass ein paar vor ihm ausgefallen sind oder sich mit Strafen da ein bisschen selbst ins Ausgeschossen haben. Auf dem 3. Platz gelandet. Echt ordentliche Leistung. Dahinter auch Esteban Ocon auf dem wer ist Vierter geworden? Gucken wir uns jetzt mal an. Hier haben wir natürlich den Winner. Wir gucken uns natürlich gleich das alles nochmal an. Ocon auch unscheinbar auf dem 5. Platz gefahren. Tolle Leistung. Und nein, Russell auf dem 4. Platz, genau. Doppel, Mercedes mehr Punkte geholt als... Mercedes hat die meisten Teampunkte geholt. Das ist natürlich auch wichtig für die Konstrukteurs-WM. Hat man einfach aufgeholt ein bisschen. Und hier sehen wir uns das nochmal an. Charles Leclerc gewinnt vor Max Verstappen. 41 Sekunden Rückstand zu Hamilton. Der wiederum wieder gute 17 Sekunden Rückstand zu Russell, Alpine, dann Ocon, dann Mick hat sich durchgesetzt, hat sich aber dann auch herausgestellt, dass Magnus ein paar Motorprobleme hatte und er hat dann auch gesagt, er hat während dem Rennen zu Gott gebetet, dass das Jahr nicht aufhört oder so. Dann Norrie, natürlich auch ein tolles Rennen gefahren. Magnussen, ordentlich, wirklich. Trotz der Probleme. Ricardo endlich mal wieder in den Punkten. Alonso, Gott sei Dank, man hat auch nachher noch nachträglich gesehen, man hat den linken Vorderreifen nicht richtig draufgeschraubt. Und er ist dann eine Runde mit dem wackeligen, während dem Virtual Safety Car, das Sainz ausgelöst hat, mit dem wackeligen Vorderreifen gefahren, hat das Gott sei Dank auch gut gemanagt, das hätte auch anders ausgehen können. Bottas, 11. Platz, glaube ich auch stabile Leistung, Albon wieder toll, Stroll, auch okay, ich glaube die Aston Martin und die Alfa Tauri sind aktuell wirklich vom, und auch die Alfa Romeo, das sind aktuell gerade die drei Autos, die es wirklich schlecht getroffen hat. Die sind nicht so von der Leistung her da, wo sie gern sein würden. Auch Gasly, Tsunoda, er hat auch gesagt, Gasly, solange keine Updates kommen, fahren wir einfach nur hinterher und das ist auch so. Sebastian Vettel vom Pech verfolgt, das tut mir natürlich auch leid für ihn. Und das war's schon. Hier gucken wir uns auch einmal den WM-Stand an. Verstappen hat ein bisschen Boden verloren an Leclerc. Ich glaube, es waren auf dem Wochenende gerechnet, waren es 5 Punkte. Aber es ist natürlich auch wichtig. Kleinvieh macht Dreck und Perez hat den 2. Platz in der WM verloren. Ist natürlich auch ungeschuldet. 19 Punkte jetzt hinter Leclerc. Es ist echt bitter. Sainz natürlich auch gleich geblieben mit der Position. Hat auch keine Punkte gut gemacht. Und George Russell wird bald das beste Auto, also eines der besten Autos der Season, könnte er im nächsten Rennen einfach überholen. Also das ist echt... Der Georgie, der macht schon wirklich ordentlichen Job. Natürlich, die 5 Sekunden Strafe war jetzt nicht ordentlich, aber Russell einfach unscheinbar, aber so einfach, der ist nur 80 Punkte hinter Verstappen. Also, wenn da ein paar Ausfälle, da müssten schon 4 Ausfälle kommen, oder 3 Ausfälle kommen, aber trotzdem, der ist ordentlich unterwegs. Hamilton auch, 109 Punkte. Ist natürlich, im Rennen war er auch gut unterwegs, nur im Sprint hatte er da wertvolle Punkte verloren, weil wenn der Magnus und Ocon noch überholt hätte, wäre da mehr gegangen. Ich meine, ich rede nicht, dass da gestern der Sieg drin gewesen wäre, den haben sich die zwei da vorne schon selbst ausgemacht. Auch Norris, ganz unscheinbar, fährt er da vorne mit, alle drei Engländer einfach zusammen.
fünfter, sechster und siebter Platz, die drei Engländer. Also ziemlich cool. Ocon auch mit gut dabei. Beide Alpine-Piloten in den Top 10 der der Fahrerweltmeisterschaft. Hier haben wir nochmal eine sehr coole Statistik, die nicht oft gezeigt wird. Und das zeigt auch das Hin und Her oder auch die Aufholjagd ein bisschen von George Russell. In der 14. Runde ist er ganz unten gewesen, dann zack, 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 immer wieder ein bisschen rauf. Auch die McLaren-Piloten hatten einiges durcheinander und auch in der Spitze ging es hin und her und hin und her. Also wie gesagt, dreimal Führungswechsel, eigentlich mehr. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, sieben, achtmal Führungswechsel. Aber natürlich auch mit Boxenstops und so weiter. Aber trotzdem, auch Bottas, Perez und Strich ist ein bisschen traurig, ganz unten nachher hinterher gefahren, er hat gesagt, kein Grip war mehr da und das ist echt bitter. Auch Alonso, gut durchs Feld gepflügt, auch Ocon, Ocon war eigentlich stabil, immer auf dem fünften Platz. Eigentlich gutes Rennen, Mick auch ein bisschen hin und her, aber die McLaren fallen dann ordentlich auf. Gut. Gucken wir uns noch hier den WM-Stand in der Konstrukteurs-WM an. Und das ist eigentlich noch interessanter. Man ist bei Mercedes jetzt 66 Punkte hinten. Und wiederum nochmal 59 Punkte ist Ferrari hinter Red Bull. Aber die haben natürlich auch gestern wieder 5 Punkte gut gemacht. Das ist auch natürlich erwähnenswert. McLaren abgeschlagen, Punkte gleich mit Alpine, die wiederum richtig weit vorne sind, beide vor Alfa Romeo und Haas, würde ich mal sagen, kämpft noch gegen Alfa Tauri, die Alfa Tauri aber aktuell leider mit ein bisschen stumpfen Waffen. Das war's schon, das war meine Recap aus Österreich, ein toller Grand Prix, spaßig, actionreich und vor allem viele Wechsel an der Spitze, genau das, was die Formel 1 aktuell braucht. Abonniert den Channel gern kostenlos, morgen sollte mein Team kommen oder und oder auch eine Pirelli Hotlap. Auf TikTok kommt einiges online, guckt gern vorbei, bis morgen oder später und